Ja, und da sind wir wieder mal live und heute Abend mal mit etwas anderer Mütze. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier in meiner kleinen Höhle mal wieder ein bisschen was für euch zum Zeigen. Und gut, das Video ist stumm. Ja, was habe ich zu zeigen? Wie ihr sehen könnt, trage ich Brickheads auf dem Kopf. Da haben wir zum einen mich als Brickhead, Optimus Prime, den habe ich aus dem Web gebaut und den Dr. Brick Brickhead. Ja, und das ist auch das, nicht so schön den Kopf bewegen. Das ist auch das Thema vom heutigen Stream, denn es geht um diese ganzen kleinen Kerlchen hier, die sicherlich jeder von euch schon mal irgendwie irgendwo gesehen hat. Vielleicht mag man sie, vielleicht mag man sie nicht. Aber ich fand die eigentlich immer ganz witzig. Und ihr erinnert euch noch an meinen Livestream zum Thema Lego als Wertanlage. Da hatte ich als Gast den Lars Konrad und der wurde mir vom Robert empfohlen. Er hat gesagt, guck dir den mal an, der wäre ein guter Gast für deine Show. Ich habe auf den Robert gehört und habe ihn eingeladen und habe natürlich vorher dann gedacht, gut, musste mal ein bisschen nachgucken, wer das denn so ist. Ja, und der Lars Konrad nennt sich auch Spielwareninvestor und gibt halt so Tipps und Tricks, was man so alles oder in welche Lego-Sets man investieren könnte, was eventuell was bringt. Und dazu gibt es eben dieses Buch, Klotzköpfe. In diesem Buch geht es halt darum, die Brickheads, wann die rausgekommen sind und Infos und all sowas. Der Robert hat für Promobricks schon einen Bericht dazu geschrieben. Vielleicht wollt ihr euch den auch mal durchlesen. Schaut einfach auf Promobricks mal vorbei. Link wird nachher unten in der Beschreibung sein. Ja, und ich habe mir dann halt einfach dieses Buch auch mal gekauft. Habe es leider verpasst, die Erstauflage. Deswegen ist das jetzt die zweite Auflage. Das Buch kam heute. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, gucke ich nicht allein rein, sondern nehme euch mit auf diese Reise. Ja, es sind im Moment 5 Zuschauer. War halt alles sehr spontan. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, schauen wir rein. So, der inoffizielle Sammler- und Preiskatalog für Lego Brickheads. Sammler sind glückliche Menschen. Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Damit fängt das Ganze an. Und so, ich bin aber mal so frei, und leg die Mütze mal ein bisschen hier zur Seite, denn das Gewicht zieht doch sehr im Nacken gerade. Erst recht, wenn ich die ganze Zeit ins Buch gucken möchte. Ja, es sind auf jeden Fall lustige Grafiken schon mal drin. Hier ein Selbstporträt vom Lars und ein Vorwort. Das lese ich jetzt nicht alles vor, sondern ich blätter einfach mal rein. Aufgebaut sind die Seiten so. Ihr habt quasi hier oben eine gezeichnete Grafik davon, was denn oder wie die Brickheads aussehen in dem Set. Es steht drauf, die Setnummer ist dabei, Teilezahl, wann es erschienen ist, Vertrieb, also wo es rausgekommen ist. Weil einige gibt es da nur exklusiv, beispielsweise, wie jetzt hier aufgeschlagen, die Valentinstagsbiene. Andere nur auf der San Diego Comic-Con oder generell auf diesen Comic-Cons. Das steht dann hier drin. Lizenznehmer, halt, ob das jetzt Lego ist, Marvel oder DC, Disney, was es nicht alles gibt, weil es gibt ja eine Vielzahl von Sachen. Dann der UVP und der aktuelle Marktpreis. Und ja, wenn man dann halt schaut, Charakterentwicklung, Story intern, ist halt beschrieben mit so Klötzchensystem. Was haben wir da? Print Details oder die Aufdruck wird bewertet. Abverkaufsgeschwindigkeit, also wie schnell werdet ihr das auch wieder los? Renditeprognose. Und halt auch einfach generell das Set an sich wird so ein bisschen was bewertet. Im Text steht auf jeden Fall dann einiges zu der Figur. Also es ist auf jeden Fall sehr lustig geschrieben. Superman ist seit den 1930ern bekannt und war der erste Superheld der Comicgeschichte. Bekannteste Hintergrundstory: ferner Planet droht vernichtet zu werden. Fuddy Joel denkt sich, ich rette wenigstens meinen dreijährigen Sohn. Er packt ihn in ein Raumschiff und schickt ihn zur Erde.
Also was mir jetzt auf jeden Fall schon sehr gefällt, ist einfach die Art und Weise, wie er schreibt. In unserem Stream war er auch sehr lustig drauf. Den Podcast habe ich mir auch schon ein paar Mal angehört und das Ganze ist so, ey, komm mal hier, lass mal ein Bier trinken, komm, ich erzähle dir mal was. So in etwa liest sich das Ganze. Also da freue ich mich schon drauf, das mal durchzulesen. Jetzt, wenn man durchblättert, hier mein Batman zum Beispiel, den habe ich geholt, weil ich halt einfach Batman-Fan bin. Print und Details hat dann nur zwei Steinchen bekommen. Gut, es ist halt nichts Aufwendiges dabei. Umsetzung, Optik, Abverkaufsgeschwindigkeit ist nicht so hoch angesetzt. Renditeprognose. Also hier, der ist gekauft für 10 Euro, also 9,99 € und laut Buch aktueller Marktpreis 21 Euro. Und was eigentlich ganz cool ist, der Lars hat eben, weil man fängt dieses Buch an zu schreiben und das hat dann einen gewissen Stand. Stand ist dann irgendwann, steht hier vielleicht drin. Zweite Auflage 2019. Also, ja, Stand ist dann halt 2019. So, wenn ihr das Buch dann jetzt irgendwann vielleicht in 2, 3 Jahren kauft, hat das Ganze vielleicht einen anderen Wert. Aber, macht er diesen QR-Code? Ja, macht er. Das Buch im Allgemeinen hat immer so einen QR-Code mit dabei. Das heißt, ihr könnt da immer auf die Website, also das abscannen und kommt immer auf die Webseite vom Spielwareninvestor. Und dann habt ihr hier halt die Seite. Und dann seht ihr halt auch das Set, nochmal eine Beschreibung, dass es im Buch vorkommt, dass man es bestellen kann. Und akzeptieren. So, die Cookies mal akzeptieren. Katalog exklusiv. Inoffiziell nicht vorhanden. Ja, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass das Buch gerade erst erschienen ist, weil, wie gesagt, das ist jetzt vor ein paar Wochen erst rausgekommen, sind jetzt hier noch keine weiteren Infos. Aber gedacht ist es, soweit ich das verstanden habe, dass man eben den Barcode scannt. Dann kommt man auf die Webseite und dann sieht man halt aktuelle Preisentwicklungen. Ich gehe mal davon aus, jetzt ist das Buch erstmal draußen und im Nachhinein wird dann eben die Website gepflegt. Entschuldigung, ich habe ein wenig den Schluck auf. So, und dann gucken wir mal. Also ich finde, wie gesagt, generell die Grafiken finde ich sehr cool. Die sind handgezeichnet. Finde ich, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Gibt dem Ganzen einfach nochmal so einfach diesen persönlicheren Look. Hier haben wir Jack Sparrow. Hier der Captain Armando Salazar oder wie er heißt, den hat man zum Beispiel vor kurzem noch überall im Toys R Us für ein Apfel und ein Ei bekommt. Und ja, der ist auch zum Beispiel, hat der keine sonderliche Preissteigerung. Also der ist jetzt bei 11 Euro hier. Und guck mal, wo hier ein Schätzchen. Captain Phasma zum Beispiel. Star Wars ist immer sowas, was ja halt immer beliebt ist. Und der hat zum Beispiel, oder der oder die, ich glaube, sie war eine Frau, oder? Entschuldigung, ich habe Star Wars nicht. Auf jeden Fall liegt der bei 35 Euro jetzt aktuell. Und ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Immer, wie gesagt, diese Bewertungen mit dabei. Das ist ja ein kleiner Chewie gemalt. Und das Buch kostet 25 Euro und könnt ihr direkt beim Spielwareninvestor bestellen. Ich glaube, Amazon hat es auch. Ich werde einfach den Link unten rein posten und dann könnt ihr euch mal selbst einen Blick in das Buch verschaffen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Mir gefällt es halt einfach mal zu gucken, so die Sets, die ich habe. Zum Beispiel hier das Ghostbuster-Set, was ich habe. Für 20 Euro, ich habe glaube ich sogar noch günstiger bekommen, steht jetzt hier für 26,50 aktueller Wert. Also bringt das schon. Wow. Die Mickey Maus hier steht hier bei 30 Euro. Habe ich mir geholt, weil ich fand die eigentlich sehr lustig. Ich glaube, ich habe die Minimaus auch. Ich weiß es nicht.
Hier sind dann zum Beispiel auch diese seltenen. Hier ist dann wieder was, das gab es dann Shanghai Shimano, den gab es dann halt nur im Lego Store in Shanghai. Bezahlt man hier dann eben 235 €, den gab es da gratis. Also, ja, sind auf jeden Fall alle drin. Was gucken wir mal, was das letzte ist, was drin ist, das letzte Set. Ah, hier sind sogar die Exclusives von Walmart mit drin, also es ist wirklich top aktuell. Die gab es ja leider nur drüben und hierzulande muss man dann echt tief in die Tasche greifen, weil der Benny Brickhead wäre zum Beispiel auf jeden Fall was, was ich gerne hätte. Vielleicht rebrick ich mir den und baue dann irgendeine Fliese oder irgendeinen Stein aus einem normalen Set da mit rein. Ich glaube, so ein Benny muss sein. Ja, was haben wir hier noch? Ein Halloween-Geist ist noch als Forecast, würde ich das jetzt mal sagen. Soll 2019 erst kommen, August 2019. Elfen- und Rentier-Set steht hier noch mit drinne. Joffrey, die Toys-R-Us-Giraffe. Ob es die überhaupt geben wird, weiß ich nicht. Ja, und dann ist hier noch, was ich sehr schön finde, er hat von einem. Ich kenne ihn von Instagram, da hat er seinen Account, da postet er sehr viel. Stormythos heißt der und der hat einiges an Mocs immer rausgebracht für die ganzen. Und da sind halt auch einige Bilder von drinne. Gerade der hier, der Jason, finde ich, sieht sehr cool aus. Ich glaube, den hier hat schon mal, ne, den Pumpkinhead hat der Robert schon mal nachgebaut. Hier auch sehr cool, halt Deadpool. Auch sehr geil. Und ja, und hier kann man dann halt auch sich exklusiv eine Bauanleitung runterladen. Eine exklusive Bauanleitung. Dann gehen wir doch mal da drauf und schauen mal, wo wir da landen. Und ich schaue mal gerade so. Okay, da geht es gerade nicht um das Buch. Oh, hier gibt es auf jeden Fall zwei exklusive Bauanleitungen. Und damit ich das Ganze spannend mache, werde ich es nicht verraten, denn dann habt ihr einen Grund mehr, euch das Buch zu kaufen. Aber es sind auf jeden Fall zwei Anleitungen. Das eine werde ich mir auf jeden Fall nachbauen. Da werde ich mir gleich mal reinschauen und mir da auf jeden Fall mal die Anleitung von runterladen. Und ja, hier hinten dann noch die Infos zum Podcast. Samples, Amazon Bundles, Star-Lord und Gamora, Testprints und Missprints. Also hier sind auf jeden Fall noch einige QR-Codes mit Links. Hier hinten sogar noch mal ein Index, wo ihr dann nachschauen könnt. Aber alles in allem finde ich, ist es ein sehr geiles Buch. Ich möchte jetzt einfach nicht zu viel zeigen oder vorlesen. Ich finde einfach, ja, das Buch kostet nicht viel, kauft es euch einfach. Und wenn ihr einfach mehr dazu wissen wollt, wie man halt mit diesem ganzen Kleinkram Geld macht, dann hört in seinen Podcast rein, habe ich auch mit angefangen. Ist sehr toll. Und ja, ich hoffe, dass ich den Lars auch irgendwann in Zukunft nochmal mit in meine Streams mit einbauen kann. Vielleicht kann er dann nochmal zu Wort kommen, eben weil er halt eben diesen Preisverlauf halt auch immer sehr gut im Blick hat. Und das, denke ich, ist für viele interessant. Und ja, was bleibt zu sagen? Das Buch lohnt sich für jetzt für meinen ersten Blick. Ich freue mich auf jeden Fall, da nachher mal so ein bisschen drin rumzulesen, rumzublättern. Mal die Brickheads, die ich habe, nachzuschauen, wo die denn jetzt zumindest mal anhand von dem Buch preislich sind, was da so alles irgendwie sich entwickelt hat oder wie es sich entwickelt hat. Und so, dann schauen wir mal, was in den Kommentaren. Ja, ihr unterhaltet euch gerade um den WW2 Community. Gibt es da immer unterschiedliche Meinungen? Für die einen ist das immer ganz klar, wer damit was zu tun hat, ist so.
Meine Meinung, egal zu welchem Lego-Thema oder was auch immer, macht, was euch glücklich macht. Wenn ihr halt einen Panzer bauen wollt, baut einen Panzer. Wenn ihr Brickheads bauen wollt, baut einen Brickhead. Und wenn ihr komplett alles in Pink bauen wollt, dann baut alles in Pink. So, jeder soll das machen, damit er glücklich wird. Wenn ihr euch im Dr. Brick Forum anmeldet, ich glaube, da ist die Bauanleitung für den Dr. Brick Brickhead hinterlegt. Gibt sogar extra Fliesen dafür, dass ihr euch diesen Kittel dazu extra machen könnt. Die könnt ihr beim René, beim Meisterschnorrer dann, glaube ich, erwerben. Der hat die drinne. Mein Brickhead, den gibt es nirgendwo zu kaufen. Den gibt es nur einmal, weil das bin ich. Und ansonsten hoffe ich, hoffe ich einfach, dass ihr Spaß hattet. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ansonsten schaut in die Beschreibung, da sind alle Links, die es noch so gibt. Und den Stream werde ich jetzt beenden, aber ich werde dann jetzt mal schauen, was noch so in den Kommentaren los ist. Und seid gespannt. Morgen Abend komme ich um 20 Uhr online. Da gibt es ein richtig interessantes Interview. Da freue ich mich schon sehr drauf. In diesem Sinne euch einen schönen Abend. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Macht's gut.